herzlichen guten Abend hier zu Reinis Nachtgedanken. Es ist ja immer eine Sendung, die am Abend kommt und die etwas Nachdenkliches mit im Gepäck hat. Dass ich mich heute Abend melde, hat etwas damit zu tun, dass ich weniger eine Geschichte lesen möchte oder mitgebracht habe, sondern dass mich in den letzten Tagen viele, viele Gedanken geplagt haben und mir deutlich werden ließen, wo wir eigentlich momentan stehen. Und ich möchte das mal so ein wenig widerspiegeln, was ich beobachtet habe. Das war nicht nur gestern im Vortrag von Dr. Daniele Ganser, sondern es ist immer wieder so, dass man ein ähnliches Phänomen trifft in allen Situationen. Und zwar dieses Phänomen, dass unheimlich viel Propaganda getrieben wird. Es behaupten beide Seiten von dieser gespaltenen Gesellschaft, dass sie die Fakten auf ihrer Seite haben, dass sie Bescheid wissen, und die einen wissen eben im Krieg ganz genau Bescheid, was gut und böse ist. Die anderen sagen, also schaut mal genau hin, das ist im Prinzip überhaupt nicht so zu sehen. Der Krieg, wie wir gestern Abend auch erfahren haben, begann ja schon viel, viel eher, aber das darf man in der Öffentlichkeit ja so nicht sagen. Und dann ist man gleich ein Verschwörungstheoretiker. Ja, und das zieht sich nicht nur beim Krieg durch, sondern das ist ja fast in allen Themen. Also das ist bei Corona ganz ähnlich. Die einen sagen, das ist eine ganz schlimme Krankheit, sie wird uns alle an den Abgrund bringen, wir müssen vorbereitet sein. Und die anderen sagen, es ist alles daneben, das ist eine Pandemie, das ist alles vorbereitet. Und sie wissen das auch zu belegen mit so vielen Beispielen. Ja, und näher kommt man sich dennoch nicht, sondern man geht dann meistens auseinander und sagt, ja, es hat ja alles keinen Sinn zu diskutieren, wir sind so unterschiedlich. Dann aber auch bei den wirtschaftlichen Themen, da scheint sich so etwas anzubahnen, dass man sich ein Stückchen näher kommt. Nämlich, da geht es letztlich um das Portemonnaie des Einzelnen, da geht es um Lebensqualitäten von jedem Einzelnen, und die möchte ja keiner aufgeben, sondern da sind wir, glaube ich, alle in einem Boot, dass wir merken und spüren, so kann es nicht weitergehen, dass uns eine kleine Obrigkeit, eine kleine Elite da so in eine schwierige Situation bringt. Aber da gibt es auch wieder gespaltene Meinungen. Die einen sagen, ja, das ist nun einmal so, das rührt alles her von dieser Aggression, die von Russland kommt. Und die anderen sagen, das ist auch alles gewollt, das ist gemacht, das kommt alles von dem Great Reset und der ganze Krieg, und die anderen Sachen sind nur Verblendung für uns, damit wir dies nicht merken. Wir kommen nicht viel näher, wir kriegen den einen oder anderen vielleicht auf unsere Seite oder wir denken auch über andere Meinungen nach, aber so richtig sehen wir alle momentan überhaupt keinen Ausweg. Und dann sehe ich also gerade noch, was da dazu kommt, das große Thema des Klimawandels. Da sieht man jetzt Aktivisten bei uns in den Kanälen, die mit Bohrmaschinen und Schraubenschlüssel ausgestattet sind und sogar nicht nur sich auf die Straße kleben, sondern die LKWs beschädigen, indem sie die Luft aus dem Pneu lassen und ja ganz verrückt unterwegs sind und sagen, wir müssen das Klima retten, wir müssen unsere Welt retten. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder Menschen, die sagen, ja, also dieser Klimawandel, den gibt es gar nicht. Das CO2 ist immer schon so im Anteil gemessen worden und wir können ganz klar sagen, das hat sich 100 Jahre lang kaum verändert. Also vom Klimawandel zu reden, ist Hysterie. Und dann gibt es natürlich auch Quellen, die dann deutlich machen, dass dieser Klimawandel eine Idee gewesen ist, die also gewisse, ich sag's mal vorsichtig, Globalisten auf einem Segelboot hatten, wo sie meinten, damit kann man so richtig Panik auslösen. Wir sehen, wie verzwickt es ist und wie schwierig es ist, aus einer solchen Situation herauszukommen. Und wenn man unter Gleichgesinnten ist, dann höre ich immer wieder die Meinung, ja, ich kann das gar nicht verstehen, warum die das nicht sehen, warum die das nicht verknüpfen können, warum sie nicht das so sehen können, wie wir das sehen. Es ist absurd, es ist so logisch, es ist so einfach. Und die andere Seite wird ganz genau auch so argumentieren. Und jeder fragt sich, wenn er noch mehr Fakten kriegt, noch mehr die Augen geöffnet bekommt, die einen, die dann noch mehr in die Panik getrieben werden, die noch mehr von seitens der Globalisten Dinge erfahren, wie schlimm es um unsere Welt steht und Erde steht, und
Sie denken, das ist alles rein zufällig so jetzt entstanden, das ist so gekommen, weil vielleicht wir nicht genug Sorge hatten und uns noch mehr zurücknehmen müssten. Sie verbinden das nicht mit irgendwelchen Interessen, während die andere Seite sagt, ja, wir haben das schon längst durchschaut, da sind andere Interessen dahinter, bis hin zur großen Finanzkrise, die sich ja scheinbar alle 100 Jahre ereignet. Und da gibt es so viele Parallelen auch zur spanischen Grippe, was Corona angeht, dass man eigentlich mal hinschauen könnte, aber beide Seiten können das nicht mehr zusammenbringen und man hat wirklich Schwierigkeiten, andere noch von einer neuen Art und Weise des Sehens zu überzeugen. Und jetzt fragt man sich, wie kommen wir da raus? Jetzt versucht man natürlich aufzurufen, auf die Straße zu gehen und sich zu wehren gegen die Wirtschaftskrise. Und andere sagen, wir müssen das verbinden mit Corona, es hängt alles zusammen. Hauptsache, wir gehen auf die Straße und wir beenden mal dieses Zeitalter. So kann es nicht weitergehen. Mit so einer Politik, mit solch einer Gesellschaft kann man überhaupt nicht mehr nach vorne kommen. So können und wollen wir nicht weiterleben. Und da frage ich mich manchmal, gibt es einen Ausweg? Und viele Menschen fragen sich ja genau ebenso, wie kommen wir aus dieser Situation raus? Wenn wir alle auf die Straße gehen, ist die Frage, wird das friedlich beendet oder artet das nicht aus in Gewalt, in Blutvergießen? Wir haben so viele Beispiele in der Geschichte, dass es dann halt nicht friedlich ausging, sondern dass es dann wirklich zu Gewalttaten kommt. Und man rechnet ja im Herbst ganz gewiss mit diesen Sachen. Dann ist die Befürchtung, dass sich der Krieg ausweitet, dass das vielleicht gewollt ist, sehen die einen nicht. Die anderen sagen, das könnte aber auch so passieren und schon ist man wieder in unterschiedlichen Meinungen unterwegs. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, aus diesem Dilemma, was uns jetzt umgibt, friedlich rauszukommen? Es ist die Frage überhaupt, welche uns plagt und viele resignieren und sagen, ich mache gar nichts mehr, ich ziehe mich zurück, ich lebe einfach mein Leben, ich brauche meinen Parasympathikus im positiven Bereich, ich will mich da nicht mehr beteiligen. Andere versinken fast in den Negativmeldungen. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die versuchen zu vermitteln und sagen, ja, ihr müsst auch positiv denken, ihr dürft euch nicht runterziehen lassen. Wir müssen irgendwo einen Mittelweg finden, wo wir miteinander doch leben können, aber uns einsetzen können für Veränderung. Ich selbst habe den Eindruck, dass wir die Dinge vielleicht nicht ganz verstanden haben. Und zwar, wir meinen, an uns Menschen liegt es jetzt, den Weg wirklich zu entscheiden. Und da liegt es an jedem Einzelnen, der mitmachen muss. Und wir Menschen, wir sind jetzt gefragt und gefordert. Sicherlich haben wir eine große Rolle dabei zu spielen. Aber vielleicht haben wir auch schon mal gemerkt, dass diese ganzen Zwistigkeiten, dass das, was sich jetzt abspielt, nicht mehr rein menschlich erstmal nachzuvollziehen ist, zu verstehen ist und überhaupt zu durchschauen ist. Haben wir vergessen, dass die Menschen nur Geschöpfe sind und warum wir hier auf dieser Erde sind und was wir für eine Aufgabe haben? Haben wir vergessen, was unsere Bestimmung ist, weshalb wir leben und wohin unser Leben geht? Dann, wenn wir das nämlich uns wieder in Erinnerung rufen, könnten wir vielleicht auf einen Punkt kommen, der beide Seiten anspricht, nämlich, dass wir hier nicht die Herren sind und dass wir hier nicht die Schicksale selber lenken können, sondern dass es tatsächlich über uns noch Kräfte gibt und die sind wesentlich größer als wir, die in dieser Welt eine Rolle mitspielen. Und ich denke, es ist Zeit, die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Vielleicht auch anhand der Beispiele aufzuzeigen, wie entzweit wir sind, wie weit weg wir voneinander sind und wie unterschiedlich wir die Dinge sehen, dass das manchmal nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun hat. Und wenn wir dann auch sehen, was da proklamiert wird, dass ganz normal von einem Krieg gesprochen wird, vom Töten, vom Feind und vom Freund und dass sich die Widersprüche so häufen, dass wir ja gar nicht mehr alles logisch nachvollziehen können, spätestens dann merkt der ein oder andere, hier scheint etwas vollkommen in unserer Welt durcheinander zu laufen. Und ich habe schon in verschiedenen Streams darauf hingewiesen, dass wir
womöglich in einen Kampf geraten sind, und zwar zwischen Gut und Böse. Der alte Dualismus ist wieder aufgebrochen und jetzt ist die Frage, können wir das überhaupt für möglich halten, dass es da einen Gott gibt und dass es da auch eine dunkle Macht gibt, die Menschen in ihren Bann zieht und auf der anderen Seite kämpft, um diese Menschen in das Verderben zu bringen. Und genau hier stellt sich jetzt für uns die Frage, wie können wir versuchen, Menschen es plausibel zu machen, dass es hier nicht nur um eine menschliche Lösung geht, nicht nur um ein Weltproblem, sondern hier geht es um ein Problem, das unser Denken und das diese Welt übersteigt. Zum einen könnte man im Glauben nachschauen, wozu leben wir, was glauben wir eigentlich im christlichen Bereich, wozu ist der Mensch geschaffen, wozu ist der da? Und ich habe da mal so etwas vorbereitet, dass wir uns da mal ein wenig was anschauen können. Ich möchte das auch mal einblenden. Ich habe da Folien vorbereitet. Da heißt es, die Bibel kennt sie Antworten auf meine Fragen. Was ist eigentlich unsere Bestimmung? Und da heißt es da, wenn ich sehe, die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Ja, wir sind weniger als derjenige, der die Welt geschaffen hat. Wir sind also nicht die Herren, wir sind nicht dazu bestimmt zu entscheiden, was hier letztlich läuft, wie lange die Erde steht, wann sie untergeht. Aber da kommt ein ganz wichtiger Punkt von seitens des christlichen Glaubens. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände, Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Das wird in diesem Psalm auch zum Ausdruck gebracht, in diesem Psalm 8. Und da sehen wir, dass wir einen Auftrag haben. Wir haben nämlich einen Verwaltungsauftrag, und zwar von keinem geringeren als von dem Schöpfer selbst. Und da haben wir sogar die Verwaltung über das Land, über die Tiere, über alles. Wir sind also, wenn man es so vorsichtig formulieren könnte, schon die Krönung der Schöpfung, wie das manche gerne auch umschreiben, aber nicht um uns selbst gefällig darzustellen, nicht um uns in Übermut kundzutun, sondern wir haben eine Aufgabe, nämlich diese ganze Sache zu verwalten und zu beherrschen. Und herrschen ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und das heißt nämlich, für diesen Erhalt zu sorgen und ihn nicht zu zerstören. Wir sehen, wir sind also gefordert. Es ist nicht so, dass wir passiv sein dürfen und passiv sein müssen und sagen, ja, wir können sowieso nichts machen, wir lassen diese Geschehnisse jetzt über uns hereinbrechen, mag doch da kommen, was da will. Und hier in einer zweiten Säule in Genesis 1 steht auch noch, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau. Und er sagte, ja, er segnete sie sogar, wenn wir das alles weiterlesen. Und hier steht also dann auch in diesem Bereich da, dass er sogar etwas mitgegeben hat. Ich habe euch gegeben, die Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Hier steht also erstmal noch gar nichts von Fleisch, was wir essen können. Und wir wissen, auch das ist ein Riesenthema, das jetzt wieder in die Schale geworfen wird, dass gesagt wird, wir müssen alle vegan werden, vegetarisch vielleicht leben oder Fastfood sogar von Bill Gates essen. Und da gibt es wirklich Leute, die fast mit dem Kopf durch die Wand gehen und sagen, ja, nein, nein, wir dürfen nur dies oder jenes tun. Und der Streit wird noch größer und noch breiter. Hier ist eine Stelle zu finden, wo eindeutig davon die Rede ist, dass wir eigentlich nur die Pflanzen haben. Aber es gibt noch eine weitere Stelle, die dann auch deutlich macht, dass wir nicht nur Pflanzen essen dürfen und können, sondern dass uns auch Tiere zugestanden werden. Und dies ist ja dann im Deuteronomium zu finden, in der Gesetzesgebung zu Mose. Das wird dann häufig oder ja, sehr oft ganz vergessen. Wir haben also vom Schöpfungsauftrag die Gottebenbildlichkeit und dann kommt diese andere Sache, dass wir auch Tiere zu uns nehmen dürfen. Und zwar alles, was gespaltene Klauen hat, ganz durchgespalten und wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen.
Also selbst auch die Bibel, das wollte ich mal deutlich machen, hat beide Optionen. Sie hat einmal die pflanzliche Option und auch die tierische. Natürlich gibt es Einschränkungen, die uns auferlegt worden sind. Und dann im Neuen Testament wissen wir ja auch, dass wir also nichts Unreines in den Mund hineinnehmen können. Aber ob das eine Speisevorschrift ist, ist wohl auch noch zu hinterfragen. Man kann es genauer anschauen. Das würde also dann vielleicht auch heißen, dass wir sogar noch mehr essen dürfen. Also, es geht nicht darum, dass wir uns streiten, sondern es geht darum, dass wir mit Vernunft auch mal in die Quellen schauen und schauen, was hat uns Gott denn zugedacht. Darüber zu diskutieren, und zwar sachlich und nicht in der Panik, wäre sicherlich angebracht, auch unseren Fleischkonsum zu senken. Und wir wissen auch, dass viele, die also im Fleischkonsum ganz falsch unterwegs sind, ja nicht gerade gesund sind. Jetzt wollen wir aber mal noch weitergehen, und zwar, was ist unsere Aufgabe eigentlich? Was ist unsere Aufgabe in dieser Welt? Und da habe ich hier auch eine kleine Tafel raus, also eingeblendet, da heißt es, das größte Gebot ist einmal, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und dann heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und vor allen deinen Kräften. Und das andere, was dazu kommt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Das heißt, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Das wäre das größte Gebot, die größte Aufgabe, die wir hier auf der Welt haben. Und jetzt könnten wir uns natürlich fragen, wenn wir uns darauf einigen könnten, aber das geht ja nun auch nicht, die Religion zerteilt ja meistens, aber gerade diese großen Gebote, Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst, da könnten wir uns, glaube ich, mit ganz, ganz vielen Gläubigen, egal von welcher Fraktion, auch einigen und sagen, das sind die größten Gebote, Hinweise, die wir haben. Und deshalb möchte ich jetzt in dieser verfahrenen Situation zu einem Mut machen, damit möchte ich das mal rausblenden, und zwar, dass wir sagen, ja, wenn wir den Nächsten lieben sollen, wie uns selbst und Gott lieben, selbst wenn wir Gott nicht für wahr halten und ihn auch nicht anerkennen können, der Humanismus, also diejenigen, die dem Humanismus verpflichtet sind, können doch einem zustimmen, dass wir den Nächsten lieben wie uns selbst. Und jetzt gibt es, glaube ich, nur einen Ausweg. Wir werden das nicht schaffen, dass wir die Dinge wenden und so zu Ende bringen, dass Frieden herrscht und dass Gerechtigkeit wiederkommt und Wahrhaftigkeit sich auf dieser Welt breit macht. Zu kompliziert ist die ganze Verwicklung von Lüge und Wahrheit, von Macht und Untergebenheit. Ich sehe da keine Chance, sondern ich sehe die großen Möglichkeiten und den Ausweg darin, dass wir genau in diesem nächsten Liebegebot miteinander unterwegs sind. Also den anderen immer so betrachten, als ob er genauso zu behandeln wäre wie wir selbst. Und das würde also heißen, dass wir uns nicht aufhören zu mühen, den anderen von unseren Gedanken, von unserem Wissen zu erzählen, zu teilen, dass wir nicht aufhören, für den anderen auch da zu sein, offen zu sein, gesprächsbereit zu sein und dass wir niemals aufhören, weil ja zu diesem Gebot das auch noch dazu gehört, in der Öffentlichkeit eben von Gott zu erzählen und Gott groß werden zu lassen. Alles andere, was dann noch kommt, ist eine Sache, mit der wir sicherlich rechnen müssen, dass es Dunkelheit und Licht sein kann, aber die wir allein nicht entscheiden können. Wenn wir aus dem Gebot der Nächstenliebe das tun, dann würde das nämlich gleichzeitig heißen, wir wollen Frieden, wir wollen nicht den Tod von irgendeinem Menschen, weder von einem Ukrainer noch von einem Russen, sondern wir werden uns immer für das Leben einsetzen. Und all unser Handeln, all unser Tun, alles, was wir im Prinzip in dieser Welt jetzt tun, ob liebevoll aufklären, liebevoll da sein, das werden wir immer so tun, dass wir weder Gewalt noch irgendwie Hass sehen, sondern dass wir versuchen, in diesem Gebot zu bleiben. Und das würde sich auf der Straße zeigen, das würde sich in unseren Arbeitsplätzen, an unseren Arbeitsplätzen zeigen,
Aber das würde auch bedeuten, dass wir noch viel mehr nicht nur für uns denken und sagen, ich lebe mein Leben, sondern dass uns der andere wieder wichtig wird. Ich glaube, da ist der Schlüssel, da ist die Möglichkeit, dass wir Dinge verändern können. Was Gott dann letztlich daraus macht, das ist nicht unser Geschäft. Wenn wir dieses einhalten und wenn wir dieses versuchen zu leben, würde sich, glaube ich, vieles verändern. Diejenigen, die Spalten, die Dunkelheiten sehen, die uns mit Lüge überschütten, die hätten dann keine Gewalt mehr über uns, weil sie sehen, dass wir letztlich sie mit der Liebe aufweichen. Und das würde aber heißen, dass wir uns nicht unterordnen, sondern dass wir konsequent in dieser Liebe auch unsere Meinung leben, zeigen und da sind. Und ich denke, da gibt es Möglichkeiten, auch wenn sich viele Menschen zusammentun, konsequent in Liebe und in der Nächstenliebe zu zeigen, bis hierher und nicht weiter. Und so haben wir, glaube ich, alle verschiedene Aufgaben. Die einen haben die Aufgabe, auf der Straße dafür zu sorgen, dass aufgeklärt wird. Die anderen haben die Aufgabe, auch in den Chats, also vielleicht auch gerade hier im Internet, Aufklärung zu betreiben. Die anderen haben eine Aufgabe, dort, wo sie sind, kleine Dinge zu tun, Mut zuzusprechen oder vielleicht kleine Schritte zu wagen in die Öffentlichkeit. Jeder an seinem Platz. Ich denke, es braucht die große Gemeinschaft aller, die versuchen, in diesem Doppelgebot der Nächstenliebe unterwegs zu sein, um damit diese Welt zu verändern, um damit eine Möglichkeit zu schaffen, aus dieser unglaublichen Krise herauszufinden. Ob das jetzt für alle annehmbar ist, weiß ich nicht, aber für mich war es so der kleinste Konsens, den man vielleicht finden kann, weil nämlich jeder ja letztlich auch merkt oder spürt, so wie ich behandelt werden möchte, so wollen auch die Menschen, dass ich sie behandle. Das ist also die goldene Regel, die dann aus der Bibel wieder aufblitzt. Und ich denke, damit könnte man sich doch versuchen, auf den Weg zu machen. Leider haben wir nicht mehr viel Zeit, denn die Kriegstreiber und die Hasstreiber und die Paniktreiber sind mächtig auf dem Vormarsch. Und trotzdem haben die vielen Menschen, die jetzt schon so unterwegs sind, damit eine Menge schon erreicht. Und im gesunden Gottvertrauen können wir ja versuchen, weiterzumachen in der Hoffnung, dass wir nicht allein gelassen werden, nämlich, dass Gott sich auf unsere Seite schlägt, und er steht ja eigentlich auf unserer Seite, dass er noch gewaltiger eingreift und sagt, ich beendige dieses Leid, diese Zerstrittenheit, diese Hasskaskaden, die da gesät werden. Ich beende das Sterben in den Kriegen. Ich schaffe Frieden. Hoffen wir auf Gott. Das ist unser Ausweg. Und möge er uns die Kraft geben, in diesem Doppelgebot unterwegs zu sein. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Samstagabend und eine gesegnete neue Woche. Wenn Sie mögen, ich werde morgen, ich weiß noch nicht wann, sicherlich auch etwas zum Predigtext sagen, vielleicht einen kleinen Gottesdienst halten. Und vielleicht haben Sie wieder Lust einzuschalten. Und ich würde mich freuen, wenn Sie diese Gedanken einmal bewegen. Ich habe jetzt im Chat hier nicht viel Bemerkungen gelesen, da läuft nicht viel. Vielleicht habe ich auch mit meinem großen Redeschwall ein wenig erschlagen, aber vielleicht liegt da der Schlüssel und wir können uns ja vielleicht hier und dort auch mal verständigen und miteinander diskutieren. Ich hielt das für ganz, ganz wichtig, wenn das jeder an seinem Ort und an seinem Platz mit diesen Möglichkeiten vornimmt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wie gesagt, nun noch einen schönen Abend. Es grüßt Sie ganz, ganz herzlich, Ihr Reini. Aus den Zeitgedanken mit dieser abendlichen kleinen Besinnung. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr aufgewühlt.